Volkskrankheit Diabetes. Zu den Risikofaktoren von Diabetes. Der Blutzucker und wie man ihn kontrollieren kann. Warum sich Diabetiker mehr bewegen sollten. Gefährliche Kohlenhydrate und der glykämische Index. Und die Inselzellentransplantation. Deutsches Diabeteszentrum Düsseldorf. Hier wird Grundlagenforschung zu Diabetes gemacht. Diabetes betrifft immer mehr Menschen. Hatte in Deutschland vor 50 Jahren noch weniger als 1% der Bevölkerung Diabetes, so sind heute bereits über 8% zuckerkrank. 2030, so befürchtet man, werden es sogar doppelt so viele sein. Viele Menschen wissen oft sehr lange nicht, dass mit ihrem Stoffwechsel etwas nicht in Ordnung ist, warum sie zum Beispiel auf dem Hometrainer schneller ermüden. Sie ahnen nicht, dass ihre Blutzuckerwerte viel zu hoch sind, dass sie an Diabetes leiden und Gefahr laufen, eines Tages von gefährlichen Folgeerkrankungen betroffen zu sein. In Deutschland gibt es Hinweise epidemiologisch, dass 33%, also ein Drittel aller tödlichen Herzinfarkte durch den Diabetes bedingt ist, dass möglicherweise jeder zweite Schlaganfall durch den Diabetes bedingt ist und nach wie vor eine wichtige Komplikation, das diabetische Fußsyndrom, dazu führt, dass Menschen im Erwachsenenalter, ohne einen Unfall gehabt zu haben, amputiert werden müssen. Bei der Langzeitstudie hier in Düsseldorf werden Diabetiker über Jahre unter anderem auch auf eine reduzierte Sensibilität durch Nervenschäden getestet. Gut, das waren 3/8. Und misst gleich auch noch den rechten Arm. Mittels sogenannter Bioimpedanz prüft man mithilfe von kleinen Stromstößen, wie sich der Anteil von Wasser, Muskel und Fettmasse im Körper verteilt. So. Ja. Rund 10% aller Diabetiker leiden an einem Typ-1-Diabetes und müssen ihren Blutzucker das Leben lang von außen mit Insulin regulieren. Zum Beispiel mit einer Insulinpumpe, so wie diese Patientin. Der Typ-1-Diabetes ist gekennzeichnet durch einen absoluten Insulinmangel. Insulin ist das Hormon, das den Blutzucker reguliert, den Blutzucker senkt. Fehlt das Insulin, dann steigt der Blutzucker ungehemmt an. In der Folge müssen auch andere Reserven des Körpers verbraucht werden. Es werden Fette, Fettsäuren verbrannt und es kann zur Übersäuerung kommen. Und das ist lebensgefährlich. Ohne Insulin kann der Mensch nicht leben. Nach der Aufnahme, insbesondere von kohlenhydratreicher Nahrung, steigt die Glucose im Blut, der Blutzucker im Körper an. Damit Blutzucker als Kraftstoff in den Zellen verwertet werden kann, braucht er Insulin.